So, hallo ihr Lieben. Ich war mal wieder fleißig. Nein, mein Fleiß ist ein paar Tage her. Ich habe einfach im Sommer Zapfen gesammelt. Und das sind diese tollen Strobus-Zapfen, aus denen ich auch schon Zapfenkränze gemacht habe. Da mache ich nochmal einen Link rein zu meinem Zapfenkranz-Video, wo wir diese Zapfen, wir haben die geteilt. Aber wie das gemacht wird, das ist in dem anderen Video genau drin. Und diese wunderschönen Zapfen, wenn man die sammelt, ist einfach ganz toll, wenn man die trocknet. Und die Kiste ist jetzt schon sehr dekorativ. Ich musste euch die zeigen. Und meine Idee ist, im Sommer die Zapfen sammeln, schön trocknen. Und ich wollte gerne Zapfenböckchen machen. Diese wunderschönen, tollen Zapfenböckchen. Ich habe hier so ein, ja, ohne Deko ist hier schon so ein Rohling. Aber so im Detail machen wir doch mal eins, machen wir doch jetzt mal eins zusammen. Und um so ein Zapfenböckchen zu machen, das geht am besten mit 3 Stück. Und ja, oh Moment, jetzt wollte ich noch sagen, bevor ich anfange mit den Zapfenböckchen, wollte ich noch mal was sagen. Ich habe ja auch an viele von euch Lichterketten versendet. Und vielen, vielen Dank für eure Bestellungen. Und ich wollte noch mal sagen, ich schicke die mit Warnsendung und ich schicke die wirklich am Folgetag immer raus. Und bitte, ich habe keine Sendungsverfolgung und ich habe jetzt so viele E-Mails auch bekommen, wann die ankommen. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Post. Und deswegen wollte ich euch bitten, einfach noch mal 1-2 Tage bitte zu warten, bevor ihr fragt. Weil das ist jetzt natürlich auch viel Arbeit immer. Ich schreibe mir auf, wann ich sie verschicke. Ich bin da also sehr, sehr gewissenhaft und ich habe das auch alles notiert. Aber sie kommen noch. Und es ist scheinbar nicht gerade am nächsten Tag da, aber sie sind dann unterwegs und deswegen wollte ich euch bitten, nicht gleich nach einem Tag zu mailen. Aber das ist jetzt nochmal wegen den Lichterketten, weil da so viele Bestellungen kamen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude mit den Lichterketten. Die sind ja ganz, ganz toll. So, und nebenbei versuche ich jetzt gerade mal möglichst, damit dieses Zapfenböckchen auch gerade steht, 3 möglichst identische Zapfen rauszusuchen. Gar nicht so ganz einfach. Ja, muss man so ein bisschen gucken, dass man was findet. Und die müssen ja dann auch schön stehen. Ich mache mal diesen Schnippel da. Ja, den mache ich ab von dem Zapfen. Und dann probiere ich das mal. So, jetzt muss ich mich mal meiner Kiste entledigen, weil sonst habe ich ja außer Zapfen nichts auf dem Tisch. Ist also Material für sehr, sehr viele Zapfenböckchen da. Und meine Idee wäre, dass die Zapfen so eigentlich ganz gut stehen. Notfalls kann man da ja immer noch ein bisschen was anpassen. So, ich mache mal die Nadeln raus. Und um diese Arbeit zu machen, da brauche ich jetzt tatsächlich auch einen Wickeldraht. Also den festeren, der hier auf dieser Holzspule ist. Den bekommst du bei Floristik24 zu einem super Preis. Und damit ich das Ganze im Griff habe, genau, wie man merkt, ich habe leider auch nur 2 Hände. Und damit ich das Ganze gut im Griff habe, muss ich die mal so richtig schön fest zusammennehmen und versuche auch die erste Umdrehung mit dem Draht mal zu machen. Ich wickel also mit dem Draht zwischen diese Zapfenschuppen. Ja, das ist die Art, wie ich den fixieren kann. Und wenn ich natürlich die erste Runde gewickelt habe, dann habe ich eigentlich schon halb gewonnen, weil dann habe ich ja, dann fängt das Ganze an, auch ein bisschen Festigkeit, ja, zu gewinnen. Ein bisschen, ich sage jetzt ein bisschen, weil da ist es tatsächlich ein Anfang, weil wenn ich jetzt nur an einer Stelle drahten würde, dann würden die mir so auseinandergehen und würden die Grätsche machen. So, da wickel ich jetzt nochmal zwischen die Schuppen schön rein. Also früher wurde ja eh ganz, ganz wenig geklebt. Da wurde ja alles gedrahtet. Ja, früher, es gab ja früher eigentlich keinen Heißkleber. Ist ja mal ganz interessant, wenn man so die Floristik von, wirklich von früher, ja, es gab auch früher keinen Steckschaum. Früher wurde alles, auch für, ja, wenn man Blumengestecke machen wollte, da wurde abgemoost und so. Aber also früher wurde nur mit Draht gearbeitet, weil Draht gibt es schon ganz, ganz, ganz lang. Und wir machen uns natürlich das Leben auch immer deutlich leichter, indem wir Heißkleber benutzen. So, also das ist jetzt mal die erste Wicklung. Und wie gesagt, das würde jetzt passieren, wenn ich jetzt nicht weiter unten. Ich muss also tatsächlich nochmal hergehen, ein bisschen tiefer nochmal ansetzen und auch den Draht zwischen diese Schuppen schieben. Aber da ich jetzt oben schon mal
was gedrahtet habe, ist es natürlich auch schon mal fester. Und schiebe den Draht zwischen diese Schuppen und wickel. Ja, ich muss auch aufpassen, dass der natürlich immer fort ist. Ja, dass man den nicht so sieht. Aber wir machen eh noch Deko dran. Weil das, was ich am Anfang gerade gezeigt habe, das ist jetzt der erste Rohling eines Zapfenböckchens. Und nachdem wir so viele Zapfen hatten, habe ich gesagt, ich muss unbedingt Zapfenböckchen machen. Ich finde es herrlich. Und die Kunden, die gesehen haben, die haben auch gesagt, boah, das möchten sie haben. Das finden sie ganz toll. Also wir können diese Drahtstellen auch noch schön dekorieren. Das kommt dann gleich im Anschluss. Aber erstmal das Ganze richtig, richtig fest verbinden. So, und richtig fest fixieren. Und dann testen wir mal aus, ob das steht. Unser Kerlchen. Unser kleines. So, wie immer brauche ich gescheites Werkzeug. Ich brauche eine Drahtschere. Ich brauche die Drähte. Und damit das ist jetzt ganz gut. Wenn der ein bisschen Schlagseite bekommen sollte oder haben sollte, dann kann man auch noch ausgleichen, indem man hier wenig rausschneidet aus der Spitze. Ja, das ist noch ein Plan B. Wenn man die Zapfen schön aufhaut, dann fliegt natürlich das Ganze, hier fliegt alles Mögliche noch raus. Aber das macht nichts. Und jetzt testen wir mal, was unsere Holzscheibe macht. Ja, da hier so ein kleiner Nippel von dem Zapfen noch da ist, würde ich sagen. Ja, muss man alles erstmal testen. Ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. So. Aber ich gehe da jetzt auch behutsam zur Sache. Falls man das ein bisschen ungerade gemacht hat, kann man ja die Kerze entweder indem man Wachs tropft oder indem man mit Pinholdern arbeitet, kann man ja auch noch ausgleichen. Aber ich gehe jetzt mal her mit Heißkleber und klebe meine Birkenscheibe mit Heißkleber auf den Zapfen fest. So, schwupp. Und damit mir der Heißkleber nicht so wegläuft, gehe ich doch tatsächlich mal her und drehe das Ganze um. Ja, genau. Ein bisschen Geduld ist gefragt. Und dann lassen wir das trocknen. Und während die trocknen, widme ich mich schon mal der Deko. Ich wollte als Deko, möchte ich gern sowohl Natur, also das ist jetzt vom Spinoza, dieses Holz, das kann man sehr schön nochmal um die Kerze herum arbeiten. Ich finde es sehr schön, dass es dann, eigentlich wenn man so sieht, denkt man, das ist ja nichts. Aber ich liebe Spinoza, Euphorbia Spinoza und dieses Holz, also das kann man mit dem Messerchen so anschälen. Ja, dieses Holz, das ist auch ganz toll, wenn es so angeschält ist. Dann entwickelt es eigentlich erst seine ganze Schönheit. Und das werden wir jetzt auch mal dazu benutzen. So, mal gucken, was unser Böckchen macht in der Zwischenzeit. Und dann, genau, den Tisch sollte man ein bisschen sauber halten, sonst darf man wieder den Rest hier runterfegen. Ja, ich glaube, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Okay. Und die Kerze, die können wir ja einfach mit Knetfix da drauf machen oder auch mit einem Tick Heißkleber und dann ist die Kerze auch ruckzuck fest. Ich mache das jetzt einfach mal salopp und schnell mit Heißkleber. Das ist jetzt die einfachste Variante. Also passt schon auf, dass eure Kerze schön fest ist und dass die natürlich da drauf stehen bleibt. So, man muss so... Ja, man muss ein bisschen testen, dass der ein bisschen schief ist. Er gebe ich offen zu. Dann gehe ich her, mache Plan B und schneide. Schön, dass es bei mir im Video ist. Das ist super. Dann gehe ich her und schneide ein ganz klein bisschen aus der Spitze raus. Und schon ist er gerade von allen Seiten. Ja, gefällt mir gut. Ja, schon ist er gerade. Ich meine, ich gehe jetzt nicht mit der Wasserwaage her und messe das aus. Aber der sieht jetzt schon sehr gut aus. Jetzt können wir uns noch um die Deko kümmern. Hier habe ich wieder einen schönen Draht. Ich glaube, man kann immer mal
Man kann immer ein bisschen spielen, es ist halt Naturmaterial. So, ich fand sehr, sehr schön. Callocephalus ist das, also auch Stacheldraht. Wir nennen ihn liebevoll Kali. Und Callocephalus eignet sich hervorragend als Deko an dieser Kerze. Und den schneide ich auch ein Stückchen und drahte den an und nehme auch dieses schönen Holzstückchen. So, ich schiebe den mal zur Seite, dass ihr auf jeden Fall mal seht, wie ich das mache. Dann habe ich mir noch geholt extra kleine Zimtstücke. Wenn du nicht so kleine Zimtstücke hast, nimmst du einfach natürlich die Gartenschere und schneidest die in Stücke durch. Und was ich auch sehr, sehr schön und sehr dekorativ finde für so eine Arbeit, sind Anissternchen. Die duften nicht nur schön, die sind auch wirklich süß als Deko. Und auch die Anissternchen, die werden wir dann gleich noch andraten. Und die werden als Deko um die Arbeit so ganz spielerisch drumherum gelegt. Und ob wir noch ein Kügelchen optional nehmen, das gucken wir mal. Oder ein Filzdocht. Ich habe einfach mal einiges mitgebracht. Und das entsteht auch immer, während der Arbeit entsteht auch immer, was ich so draus machen will. Ich muss das einfach ausprobieren. Und ich probiere, wie ihr natürlich wisst, alle, die mich kennen, ihr wisst auch, ich probiere unheimlich gerne ein Video aus und suche mir dann die Lösung. Und vielleicht hilft es euch auch, Lösungen zu suchen, indem ihr seht, dass ich das so mal teste und überlege, was ich wie mache. Und eben, dass eben nicht die Lösung vor der Arbeit schon parat ist. Aber das ist ja auch sowohl Floristik als auch Natur. Das ist, finde ich, typisch für die Arbeiten mit diesen natürlichen Materialien, weil auch bei der Natur ist natürlich nicht alles gleich. Jede Blume ist verschieden, alles wächst verschieden. Und da ist es auch völlig normal, finde ich, dass jede Arbeit anders wird. Es ist auch Handarbeit. Und das macht ja auch das Ganze aus, wie heißt es so schön auf meinem liebevoll und besonders. Und so ist jede Arbeit liebevoll und besonders. Ich glaube, das trifft den Kern der Sache sehr, sehr gut. Ich mache jetzt eine Basis meiner Deko. Basis sage ich deswegen, ich habe die Anissternchen noch nicht genommen und die Zimtstangen. Ich nehme jetzt im Moment noch nur Stacheldraht und diese Holzspäne oder wie du das auch bezeichnen magst. Und die lege ich jetzt um mein Zapfenböckchen. Ja, die müssen auch gar nicht ganz oben sein. Und es ist auch es ist ganz wichtig bei so einer Arbeit, dass du diese Arbeit ein bisschen spielen lässt. Ja, nicht alles so eng und nicht alles so gleich zusammen, ganz fest zusammengedrahtet. Und das Schöne ist dann, wenn das so ein Leben hat, das ist sehr, sehr schön. Und erfahrungsgemäß, fester wickeln geht nachträglich immer. Aber lockerer machen geht danach nie. Das ist ganz wichtig, das zu beachten. Und diese Lockerheit in der Arbeit, die bekommt man nur, wenn man das wirklich so lässig, wenn man das so lässig arrangiert. Und ich finde, das ist jetzt schon sehr, sehr schön. Ich sehe die Drähte nicht mehr, mit denen ich gearbeitet habe. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Was ich oben mache, um den Übergang zwischen der Kerze und der Birkenscheibe hübsch zu machen, ich nehme einen dünnen Filzdocht. Gibt es auch bei Floristik 24, wie so vieles. Die haben eigentlich echt alles. Und die gibt es ja auch für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist ja auch das Schöne. Ich nehme diesen dünnen Filzdocht. Ich mache den nicht oben an der Kerze dran. Ich mache den tatsächlich nur unten dran. Nehme einen ganz kleinen Tupser Heißkleber. Warum? Wenn die Kerze runterbrennt, dann will ich natürlich nicht in der Höhe den Filzdocht haben, sondern der muss unten sein. Ich blase sie eh rechtzeitig aus. Aber ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass dieser Filzdocht dann anfängt zu brennen, sondern das soll wirklich nur so lässig diesen Übergang zwischen Birke und Kerze einfach ganz lässig gestalten. Und ich fixiere das mit zwei ganz kleinen Tupfern Heißkleber und lasse das auch so lässig rumgeschwungen. Und dann kommt natürlich noch die Spielerei. Ich liebe Spielereien, wie ihr mich kennt.
Und die Spielerei an der Arbeit, ich drehe das nochmal um, hier ist ein bisschen wenig. Das heißt, ich nehme, kann hier zum Beispiel jetzt mal den Stacheldraht nehmen, wickel den mit dem Draht nochmal fest und lasse den einfach so spielerisch hier in diese Lücke laufen. Und dann wollte ich natürlich noch meine Zimtstangen. Da gehe ich her und wickel. Ah, ist natürlich, Moment, ich muss ein bisschen weg von der Arbeit. So, ich mache das jetzt so, dann habe ich ein bisschen Abstand. So, die Zimtstange, diese Mini-Zimtstange, ja, die habe ich jetzt extra so klein gewählt. Ich wickel ein paar Mal drumherum, dass ich das wie so ein kleines Weihnachtspäckchen mache. Süß, oder? So, und dann, dann drehe ich das zu und das ist jetzt, das finde ich sehr, sehr schnuffig. Das mache ich jetzt einfach mit noch mit ein paar Zimtstängelchen und mir gefällt auch der Silberdraht zu weiß am besten. Ich finde, das sieht so edel aus und so schön. Das finde ich die schönste Variante und ich gehe so alle, naja, ich mache das so alle 10 cm ungefähr und mache mir jetzt erstmal so eine schöne kleine Kette mit Zimtstangen mit. Und dann natürlich im Anschluss, weil ich habe ja auch noch meine Anissternchen. Ja, so, jetzt kann ich die einmal so lässig drum herumlegen. Und Moment. So. Ach, süß, oder? Wenn es so an der Kerze liegt. Ja. Und entweder ich kann die Anissternchen auch andrahten oder ich glaube, ich habe mich umentschieden, wieder mal. Ich klebe die Anissternchen einfach auf dem Filzdocht fest, weil das finde ich jetzt schöner, als dass sie so locker drumrum laufen. Ja, so mache ich es dann heute mal. Genau, spontane Entscheidungen. Das Ende vom Draht, also entweder ich wickel es fest, wie ich das immer so fixiere, oder ich nehme jetzt hier einen kleinen Ast und wickel es einfach ein paar Mal da drumrum und habe es dann auch, dann geht der nicht mehr da runter. So. Ich muss immer noch gucken, dass ich den einen Fuß ein bisschen rausziehe, dass mein Böckchen gerade steht. Also man muss es immer, ein bisschen muss man es immer gerade ziehen. Das ist normal. Ja, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen spielen, aber du schaffst das. Ja, jetzt kommt natürlich noch die kleine B-Note. Jetzt kommen die Anissternchen. Und das Zusammenspiel von Anissternchen und Birke. Hier auch bitte schön aufpassen auf die Finger. Und wirklich nur mäßig Heißkleber auf das Sternchen drauf machen. Und so, jetzt kommt das schöne Zusammenspiel aus Birke und diesen tollen Naturmaterialien. Ich finde es sensationell. Ich hoffe, es geht dir genauso. Ich bin da echt begeistert. Ich glaube, jeder geht wahrscheinlich jetzt jeden Sommer und geht ganz viel auf Sammeltour nach Zapfenböckchen. Nach Zapfen, um dann die Zapfenböckchen machen zu können. Das ist echt goldig. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch überlege, also wer will, kann auch noch, ja, ich finde, also als kleine Weihnachtsdeko, eine Mini-Kugel geht, finde ich, ja, kann man machen. Ich würde keine größere Kugel nehmen, die passt überhaupt nicht zu der Arbeit. Ja, so ein kleines Kügelchen, so dezent, kann man noch reinmachen. Aber mehr würde ich auch nicht reinmachen. Ich finde, es reicht. Weniger ist manchmal auch mehr. Und ich finde, dieses wunderschöne weihnachtliche Zapfenböckchen, das würde ich mir jetzt also sofort am liebsten auf meinen Esstisch stellen. Und man sieht auch den Unterschied. Das ist jetzt wirklich nur die Rohfassung, was wir gemacht haben. Und hier haben wir es nochmal in einem Cremeton. Aber wir waren noch lange nicht fertig und es gibt einfach noch viel Arbeit. Und man kann ja mit vielem, man kann auch mit Orangenscheibenstückchen ausdekorieren. Und da sind also, ja, den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, was man da alles so machen kann. Aber diese Kombination wollte ich euch auf jeden Fall gerne zeigen. Die fand ich jetzt richtig, richtig schön. Ja, ich habe eine ganze Serie von Weihnachtsvideos, die ich so mache, mit ganz vielen Naturmaterialien, mit denen ich arbeite. Und ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat mit dem Zapfenböckchen aus den Strobuszapfen. Strobuszapfen bekommst du auch bei Floristik24. Wunderschöne, lackierte, ganz tolle. Und für heute verabschiede ich mich und
wünsche ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser goldigen Arbeit und auch beim Verschenken natürlich. Alles Liebe und ganz viel Spaß und freue mich auf eure Kommentare. Die waren in letzter Zeit sensationell. Also ihr habt mir super viel Freude bereitet. Alles Liebe und bis bald, eure Margit. Tschüss. Thank you.